Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, die Mel. Heute geht's um Karten. Und zwar Karten, wie ich sie gerne mag, nämlich schnell und einfach und trotzdem mit ein bisschen Kuck. Am Wochenende waren wir croppen und da habe ich mich schon mal mit diesem wahnsinnig beliebten Thema Weihnachtskarten befasst. Ich bin nicht der Kartenbauer, das gebe ich zu. Aber ich möchte natürlich, dass sie jetzt nicht ganz, also nicht ganz lieblos aussehen. Aber ich möchte da auch nicht zu viel Arbeit reinstecken. Deshalb brauche ich was, womit ich mit wenig Aufwand, wie gesagt, so ein bisschen Wow-Effekt hinkriege. Und dafür habe ich diese Foliengeschichten nochmal rausgeholt. Na, das habe ich euch ja schon mal gezeigt hier mit meiner Bügeleisenaktion. Das hier ist so ein von Wow, gibt es das, glaube ich. Ist das? Ja, ist das. Na, dieses ist von Sticks to Anything, glaube ich. Sind halt diese... Ne? Diese Transferfolien, wie wir sie kennen, große Aufregung, ja, irgendwie Mink und Co. und Folientransfer und funktioniert es oder wie funktioniert es, wie gut funktioniert es mit dem Laminator, bin ich ja gescheitert und ist ja auch egal. Unterwegs hat man das ganze technische Equipment sowieso nicht dabei und deshalb habe ich gedacht, wie wäre es denn mal mit was Naheliegendem, nämlich mit Klebe. Klebe funktioniert super. Und zwar habe ich hier für so eine Weihnachtskartengeschichte aus einem Bogen doppelseitigen Klebezeugs. Hier, sowas. Einfach mit einer Stanze, das ausgestanzt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, will ich das jetzt stanze? Habe ich dann hinterher meine Stanze versaut? Sind da Klebereste drin oder so? Aber es ging erstaunlich gut rein und raus. Ich denke, wenn man nicht irgendwie 300 Dinger damit ausdödelt, tut das dem Werkzeug nichts. Und wie gesagt, es lässt sich gut überall aufbringen und wie gesagt, mit zweimal ausprobieren und einem kleinen Trick kriegt man echt super tolle Ergebnisse. Das war jetzt ja nicht ganz so eine filigrane Form. Ich habe das nochmal ausprobiert hier mit so einem Schriftzug. Ich dachte, naja, mal gucken, wie man das so aufbringt. Es ist nicht ganz perfekt. Also es hat hier irgendwie 1, 2, 3 ein bisschen hellere Stellen, aber mag vielleicht auch je nach Hersteller irgendwie unterschiedlich sein und mag vielleicht auch an meiner mangelnden Geduld gelegen haben. Wie gesagt, huschi, huschi. Aber finde, kann man trotzdem herzeigen, ist nicht peinlich, ne? So, und um euch einmal zu zeigen, wie super easy das geht, habe ich hier mal was vorbereitet. Oh, okay. Mels Kartenküche, höhö. Wie gesagt, ich habe hier diesen Klebe, doppelseitigen Klebe, Klebebogen, heißt das so? Sag ich. Ich habe dieses Klebezeug und ich habe meine Stanze und pack das hier jetzt rein. Die ist jetzt noch mal eine Spur filigraner als dieses Hallo. Ich bin mal gespannt, ob das dann immer noch so gut funktioniert. Ich dachte, wir trauen uns mal was. Schwuppdiwupp. Ich habe jetzt hier mal wieder die Big Shop bemüht. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Wo habe ich denn hier? Ich habe hier so einen Pika, um das hier rauszuholen. Hätte da vielleicht mal so ein Wachspapier zwischenlegen sollen. Habe ich aber nicht. Selber schuld. Egal. Ich habe am Wochenende auch irgendwie gerade gelernt hier. Eileen hatte das Tool dabei. So ein von Sissex gibt es das, so ein Rollerteil. Sieht aus wie so eine kleine, wie eine Bürste am Stiel und damit kann man das so rausrollen. Das fand ich auch ganz komfortabel. So, gucke mal, hier ist noch einer. Aber das lässt sich auf jeden Fall gut stanzen. Ich habe gedacht oder hätte erst gedacht, dass das vielleicht, weil das ja auch drei Lagen sind, ne, mit diesem Transfer-Sheet und dem Abdeckpapier und so, ob das jetzt so gut geht, aber Klebestreifen oder Klebepapier geht super. So, hier habe ich mir schon mal so einen Kartenbausatz zugeschnitten, ne? Einfach eine Klappkarte, was zum Draufkleben hier, das ist von Theresa Collins, meins. Serie? Shit, habe ich vergessen. Egal. Ein Stück Cardstock und hier das. Also Bauart das gleiche wie diese orange-pinke Karte. Ich dachte, das hat sich jetzt einmal bewährt. Keine Experimente. So, jetzt versuche ich das hier mal halbwegs gerade drauf zu kriegen. Zack. Bei so einer Form wie bei einem Weihnachtsbaum ist das natürlich ein bisschen
einfacher, da ist es dann egal, welche Seite oder welches Stück Transfer oder wie heißt denn das? Schutzfolie auf dem Aufkleber da als erstes ab oder dran geht. Ja. Zack. Machen das jetzt einfach mal so, ne? Mach fest, kommt ab. Ein bisschen schief. Oh, es klebt an mir. Okay, jetzt habe ich euch gezeigt, wie super easy das ist. War jetzt doch ein bisschen frickeliger als gedacht. Aber wie gesagt, ich habe nun auch mit Absicht diese noch etwas feinere Form gewählt. Aber ich habe es hingekriegt ohne Knoten in den Fingern. Dann schafft ihr das locker. So, wo ist denn jetzt hier vorne, wo ist hinten? Da. Man sieht es vermutlich jetzt auf dem Video nicht so richtig toll. Aber gleich. So. Ich habe das jetzt hoffentlich einigermaßen gut angedrückt. So, hier habe ich so ein Stück Folie. Packe ich jetzt da drauf. Und dann gehe ich hier vorsichtig mit dem Fingernagel drüber. Da sieht man dann schon, ob man das jetzt hier sieht, ein bisschen, ne? Dass der Schriftzug sich darunter abdrückt. Da seht ihr genau, wo ihr langfahren müsst. So. Und ich hatte bei diesem Tannenbaum auf dem Doily, hatte ich das Problem, dadurch, dass der Doily so ein bisschen, der ist nicht so ganz glatt gewesen, der hat den Klebestreifen nicht so ganz doll festgehalten. Wenn ihr das jetzt abmacht und feststellt, hier am Rand, wie hier jetzt zum Beispiel, ne, das wickelt sich jetzt hier eigentlich eher so ein bisschen hoch, das will nicht richtig abgehen. Ne, gibt der Sache noch mal ein bisschen Zeit, sich zu verbinden und dann mit dem Ruck. So, dann habt ihr einen Anfang und dann geht der Rest ganz einfach. Und das ist super geworden. So. Dann kriegt man das runter und die Folie bleibt drauf. Ne? Jetzt kann man hier noch mal ein bisschen nachdrücken. Wie gesagt, hier vorne habe ich dran gezogen, da wollte er mit hochkommen. So, und so schnell und einfach hat man das schick foliert und nichts Drucker, nichts Bügeln, nichts heiß. Das geht wunderbar. Wie gesagt, es hat so zwei kleine weiße Punkte. Es ist jetzt nicht ganz wie gekauft, aber es ist ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall herzeigbar und damit kriegt ihr ein gutes Ergebnis. Was ich jetzt machen werde, ich werde auch das hier jetzt aufkleben, einmal rund nähen, ähnlich wie bei der anderen Karte. Abstandklebepad. Und dann ist das eine gute Sache. So, schnell und easy. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.